Ja, wie kannst du deinen Strukturvertrieb aufbauen, nur mit Facebook, das heißt ohne Namensliste, ja, ohne Freunde anzureden? Das möchte ich dir zeigen, weil es gibt vor allem drei Regeln, wenn du das online aufbauen möchtest mit Facebook. Ja, kurz zu mir, hallo, ich bin der Willi. Ich war selbst im Strukturvertrieb und habe im 7. Monat 210.000 Monatsumsatz gemacht. Dass ich es noch rausbringe, ist etwas früh. Und unten findest du meinen Gratiskurs 110 Partner in 30 Tagen. So viel habe ich generiert nur mit Facebook. Also, du möchtest den Strukturvertrieb aufbauen und ich habe hier für dich vor allem drei Regeln, drei Erfahrungen, die dir hoffentlich helfen, es noch besser zu tun, nämlich über Facebook. Regel Nummer 1 ist es, dein Produkt und deine Firma nicht zu erwähnen. Es ist ein großer, großer Fehler aus zwei Gesichtspunkten. Der eine ist mal der sogenannte FOMO-Effekt und dann haben wir eine Algorithmusänderung. Der FOMO-Effekt, FOMO, Fear of Missing Out. Das heißt, die Angst, etwas zu verpassen. Und wenn du jetzt im Strukturvertrieb bist und dein Produkt hast, natürlich deine Firma logischerweise, und hergehst und das postest oder mitteilst auch im Messenger, dann wird die Person eines machen, sie wird googeln, logischerweise. Und dann hast du das Problem, dass diese Person, der Interessent, sich seine Meinung selbst bildet und das wäre eigentlich nicht notwendig gewesen. Aber es gibt noch ein viel größeres Problem, gerade bei Facebook, aber auch bei Instagram, wenn du dein Produkt und/oder deine Firma erwähnst, dann fällst du in das sogenannte Wortmarken-Update rein. Das heißt, ein Unternehmensname oder ein Produktname ist eine sogenannte Wortmarke. Der Facebook-Konzern hat vor einigen Wochen entschieden, dass sie Wortmarken bestrafen mit fehlender Sichtbarkeit. Warum ist das Ganze entstanden? Irgendwie auch ein logischer Schritt. In den letzten Wochen haben viele, viele Menschen ihre TikTok-Videos mit Wasserzeichen von TikTok auf Facebook, auf Instagram hochgeladen. Und der Facebook-Konzern, Instagram gehört ja zum Facebook-Konzern, hat gesagt, wir wollen das nicht. Das heißt, ich würde dir wirklich empfehlen, wenn du deinen Strukturvertrieb aufbauen willst online, dass du wirklich dein Produkt- und Firmenname weglässt. Es hilft dir wirklich mehr. Punkt Nummer 2. Wenn du deinen Strukturvertrieb aufbauen willst, sind eindeutig Kurzvideos. Kurzvideos kennst du vielleicht, die Kurzvideos gibt es auf TikTok, deutsche Sprache, schwere Sprache, auf Instagram, dort heißt das Ganze Reels, auf Facebook, dort heißt das auch Reels, auf YouTube hier, da heißt das Ganze Shorts. Und ich glaube, dass gerade wenn man darüber nachdenkt, den Strukturvertrieb online aufzubauen, man diese Kurzvideos enorm unterschätzt. Ne? Man denkt sich, okay, die junge Generation, die zeigt da ihre lustigen Sachen. Ich will mich ja nicht zum Kasperl machen. Ich will ja wirklich einen Strukturvertrieb aufbauen. Ich will ein Business aufbauen. Und ich kann dir hier nur meine Erfahrungen geben. Und zwar ein Riesenvorteil von diesen Kurzvideos ist, gerade wenn man als Anfänger im Strukturvertrieb ist, dass die jeweilige Plattform dir neue Leute sucht. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel auf Facebook ein Kurzvideo, ein Reel hochlädst, dann wird das einmal Menschen angezeigt. Das heißt, der Algorithmus funktioniert so, es wird einmal ein paar Menschen angezeigt. Und dann wird geschaut, wie ist das Feedback. Und das wichtigste Feedback bei einem Kurzvideo ist die sogenannte Wiedergabequote. Die Wiedergabequote heißt, wenn jetzt das Kurzvideo 10 Sekunden dauert und die Menschen sich 10 Sekunden ansehen, dann ist es eine hundertprozentige Wiedergabequote. Der Schlüssel zu viel Erfolg bei Kurzvideos ist, dass die Wiedergabequote sehr, sehr hoch sein muss. 100% oder mehr. Wie geht mehr als 100%? Indem sich jemand das Video zweimal ansieht. So, und jetzt ist es so, wenn die Wiedergabequote hoch ist und das Feedback von den ersten Leuten eben mit einer hohen Wiedergabequote ist, dann passiert etwas im Algorithmus. Das ist bei allen Plattformen gleich. Es wird noch mehr Menschen angezeigt. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir den Strukturvertrieb online aufbauen wollen, dann ist es für uns wichtig, dass wir neue Menschen erreichen, täglich neue Menschen. Und das kannst du wirklich wunderbar durch diese neuen Kurzvideos machen. Punkt Nummer 3, und das sind Punkt Nummer 3, Regel Nummer 3, wenn du den Strukturvertrieb online aufbauen willst mit Facebook, ist die neue Google-Funktion zu nutzen statt Akquise. Naja, wir haben gelernt im Strukturvertrieb, wir müssen fleißig sein. Ich finde es auch grundsätzlich gut, dass du fleißig bist. Allerdings nicht so mit dieser Kontaktanzahl. Das heißt, gerade auf Social Media, Instagram, Facebook, sehe ich viele, viele im Strukturvertrieb, die motiviert sind, die fleißig sind, ich finde das gut, aber die fremde Menschen anschreiben. Und wir haben hier einfach eine Änderung auf den Plattformen. Facebook möchte das nicht mehr. Das heißt, Facebook trackt die sogenannte Antwortquote. Was ist das genau?
wenn du jetzt 100 Nachrichten schickst und 10 Nachrichten werden beantwortet im Messenger, dann hast du eine Quote von 10%. Das ist aber zu wenig, um weitere Nachrichten schicken zu können. Naja, Achtung, du kannst schon weitere Nachrichten schicken, aber das ist das Problem, es wird eine sogenannte unsichtbare Sperre aktiviert. Das bedeutet, diese zukünftigen Nachrichten werden nicht zugestellt. Und jetzt möchtest du den Strukturvertrieb online aufbauen, sagst du, na gut, ich mache viel, ich tue viel, ich hau mich da wirklich rein, aber es kommt nichts zurück. Das Problem ist nicht deine Firma, das Problem ist nicht dein Produkt im Strukturvertrieb. Das Problem ist ganz klar diese technische Sache. Wie kann man das jetzt besser lösen? Es gibt hier eine neue Funktion, die versteckt sich in deinem Facebook-Account, eine Google-Funktion. Das heißt, wenn Menschen jetzt etwas suchen, zum Beispiel Menschen suchen auch aktiv bei Google, wie kann ich Strukturvertrieb aufbauen, wie kann ich in Strukturvertrieb einsteigen, welche Finanzprodukte gibt es, wenn du da im Finanzbereich bist, was auch immer. Die Leute geben das auf Google ein und finden dein Facebook-Posting. Achtung, das geht nur, wenn du diese neue Google-Funktion aktiviert hast. Und ja, in dem Gratiskurs, den ich schon erwähnt habe, unterhalb, der nennt sich 110 Partner in 30 Tagen, da zeige ich dir, wie du das aktivieren kannst und wie du diese neuen Funktionen nutzen kannst, um wirklich einen großen Strukturvertrieb aufzubauen. Eines noch, es ist wirklich so, du kannst 100% im Strukturvertrieb Erfolg haben online mit Facebook. Es ist wirklich so. Ich habe 16 Jahre gebraucht für den Erfolg. Ich habe in 9 verschiedenen anderen Strukturvertriebsfirmen gearbeitet. Ich war immer fleißig. Ich habe mit Namensliste gearbeitet. Ich habe fremde Menschen angesprochen, Flyer und so weiter. Aber es kam nichts raus. Es kam nichts raus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und dann habe ich einfach eine Sache geändert. Das war Facebook, der Umgang mit Facebook. Und ja, es dauert ein bisschen, bis man so die Regeln kennenlernt. Und ja, am Anfang ist es ein bisschen komisch, fühlt sich komisch an, muss ich auch sagen. Aber wenn du das kennenlernst, kannst du wirklich super deinen Strukturvertrieb aufbauen. Das wünsche ich dir. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass du da bist. Rock it. Bye, bye. Ciao. Servus.